Es war Mittag, als der Sanitäter Patrick Moran seinen Krankenwagen die Pitch Pine Crescent lenkte. Die Augustsonne stand hoch am Himmel und das Einzige, was die schöne kanadische Vorstadt weniger friedlich wirken ließ, waren die laut heulenden Sirenen des Rettungswagens, der gerade mit eingeschaltetem Blaulicht durch die Straße raste. Doch Patrick hatte keinen Blick für die schicken Häuser und die ordentlichen Vorgärten. Er und seine Kollegen hatten einen alarmierenden Notruf aus 3635, dem Haus von Caleb Harris, bekommen. Jede Sekunde konnte entscheidend sein. Als Moran den Krankenwagen zum Stehen brachte, hatte er einen kurzen Moment Zeit, um das Haus zu betrachten. Mit seiner schicken Fassade und dem schrägen Dach war das luxuriöse Gebäude mit Abstand eines der schönsten der ganzen Straße. Doch das war nicht das, was Patrick Moran die Sprache verschlagen hatte. Dem Sanitäter wurde klar, er war nicht zum ersten Mal hier. In den letzten Jahren war er bereits zweimal hier und hat zwei Leichen aus dem Vorstadthaus transportiert. Und sein Gefühl sagte ihm, dass es eine weitere geben würde. Trotz der Hitze im August fröstelte Patrick. So ein schönes Haus und so viel Leid. Hätte er es nicht besser gewusst, hätte er gedacht, ein Fluch läge auf diesem Gebäude. Ab seinem zweiten Lebensjahr wuchs Caleb Harrison in 3635 Pitch Pine Crescent auf, einem schicken Vorort von Mississauga in Kanada. Das luxuriöse Gebäude erweckte den Anschein, dass Caleb es besonders leicht in seinem Leben hatte. Aber dem war nicht so. Seine Eltern Bill und Bridget Harrison lernten sich in den 60ern kennen und verliebten sich ineinander. In den nachfolgenden Jahren mussten sie einige Hürden meistern. Am schlimmsten war, dass sie regelmäßig mit Rassismus konfrontiert wurden, weil es damals sehr unüblich war, dass eine weiße Frau mit einem schwarzen Mann zusammenlebte. Aber das brachte ihre Beziehung nicht ins Wanken. Stattdessen wuchsen sie näher zusammen und heirateten ein paar Jahre später. Bridget war eine temperamentvolle und lebhafte Frau. Bill hingegen war sehr zurückhaltend und ruhig. Zusammen ergänzten sie sich perfekt und schließlich beschlossen sie, dass sie gerne eine Familie gründen wollten. Da Bridget allerdings keine Kinder bekommen konnte, entschieden sie sich 1973 für eine Adoption. Und schon nach kurzer Zeit kam der damals 6 Monate alte Caleb zu ihnen. Der kleine Junge war ein Sonnenschein und brachte viel Freude in Bridget und Bills Leben. Da ihre Wohnung zu dritt zu klein wurde, kauften sie 1975 ein Haus. Das Haus in 3635 Pitch Pine Crescent. Die Harrisons schafften es schnell, das große Haus mit Leben zu füllen. Sie hatten eine große Familie mit vielen Cousinen, Tanten und Onkeln. Es wurde zu ihrem Zuhause und zu dem Ort, an dem Caleb aufwuchs. Caleb hatte es in der Schule nicht leicht. Er wurde mit Tourette diagnostiziert und seine Sprach- und Bewegungsticks wurden das Ziel von Hänseleien seiner Mitschüler. Bridget versuchte viel Verständnis für ihren Sohn zu haben, aber da sie selbst als Lehrerin arbeitete, hatte sie auch gewisse Ansprüche an die Leistung ihres Sohnes. Caleb konnte diese meistens nicht erfüllen. Und so gerieten die beiden in den nächsten Jahren oft aneinander. Der ruhige Bill schaffte es aber oft, sie zu besänftigen. Und als Caleb die Schule abschloss, wurde das Verhältnis zwischen ihm und Bridget endlich wieder besser. Nach der Schule arbeitete Caleb in einem Lager in der Versandabteilung. Im Alter von 27 Jahren lernte er dort die damals 19-jährige Melissa Merritt kennen. Sie arbeitete an der Rezeption und war ihm mit ihrer fröhlichen, quirligen Art direkt aufgefallen. Die beiden gingen ein paar Mal miteinander aus und kamen schließlich zusammen. Melissas Vater und ihr Bruder, die beide als Polizisten arbeiteten, hatten Caleb zunächst ziemlich eingeschüchtert. Aber seine Hartnäckigkeit zahlte sich letztendlich aus. Caleb und Melissa waren sehr verliebt und wollten schon nach wenigen Monaten den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen. Sie wollten unbedingt gemeinsame Kinder haben. Bridget und Bill waren von diesem überstürzten Plan alles andere als begeistert. Aber Caleb ließ sich nur selten von den Ideen, die er sich in den Kopf gesetzt hatte, abbringen. Als adoptiertes Kind wusste er, wie schwer es war, nie seine leiblichen Eltern kennenzulernen.
Deswegen wollte er unbedingt, dass seine Kinder nicht das Gleiche durchmachen müssen. Und die Chance auf leibliche Kinder wollten Melissa und er so schnell wie möglich ergreifen, da Melissa vor ein paar Jahren Eierstockkrebs hatte und dadurch einen ihrer Eierstöcke verlor. Sollte sie irgendwann noch den anderen verlieren, würde sie keine eigenen Kinder mehr bekommen können. Innerhalb der nächsten 3,5 Jahre zogen Caleb und Melissa das Tempo in ihrer Beziehung ziemlich an. Sie heirateten, bekamen 2 Kinder und kauften ein Haus in Georgetown, etwa 30 Minuten entfernt von Mississauga. Doch ihre Ehe blieb nicht allzu lange harmonisch. Caleb begann viel zu trinken, sehr zum Leidwesen von Melissa. Und plötzlich kam auch noch heraus, dass Melissa gelogen hatte. Sie hatte nie Eierstockkrebs. Sie hatte lediglich eine Zyste an einem Eierstock, die allerdings ohne Probleme entfernt werden konnte. Beide Eierstöcke waren gesund und sie hatte dennoch jedem erzählt, dass sie Krebs gehabt hätte. Caleb konnte ihr das nicht verzeihen. In den nächsten Monaten gab es mehr Streit als friedliche Momente bei den beiden. Im Juni 2005 rief Melissa wegen häuslicher Gewalt die Polizei. Caleb hätte sie in den Schwitzkasten genommen und mehrfach auf ihren Kopf eingeschlagen. Caleb versuchte sich damit zu rechtfertigen, dass Melissa vorab mehrfach auf ihn losgegangen und ihn gekratzt hätte. Aber so oder so, ab diesem Zeitpunkt war ihre Ehe endgültig vorbei. Die beiden trennten sich und Caleb zog zurück in das Haus seiner Eltern. Melissa blieb mit den Kindern in Georgetown. Sie verbot Caleb, die Kinder zu besuchen. Einen Monat später verursachte Caleb einen schweren Autounfall. Er war betrunken von Tral in ein Taxi gefahren. Der Fahrer des Taxis starb noch am Unfallort. Die 4 Passagiere überlebten verletzt. Caleb selbst wurde ebenfalls schwer verletzt. Er musste sich vor Gericht behaupten und durfte letztendlich gegen Kaution gehen, wenn er bei seinen Eltern wohnen blieb. Kurz darauf gingen mehrere Meldungen bei der Polizei ein. Melissa gab an, dass sie wiederholt zu Hause überfallen und angegriffen wurde. Sie wäre sich sicher, dass es Caleb gewesen wäre. Die Polizei überprüfte die Anschuldigung und stellte fest, dass Caleb aufgrund seiner starken Verletzung durch den Unfall auf Krücken angewiesen war und nicht dazu in der Lage gewesen wäre. Melissas Anschuldigungen waren also falsch und wurden fallen gelassen. Im Oktober 2005 bekam Caleb ein Umgangsrecht für seine Kinder und durfte diese von nun an dienstags, donnerstags und jedes zweite Wochenende zu sich holen. Kurz darauf lernte Melissa den 28-jährigen Christopher Fattore kennen. Christopher arbeitete als Küchenchef in einem Hooters und verdiente sich als Türsteher von Nachtclubs noch etwas dazu. Die beiden verliebten sich ineinander und kamen zusammen. Im Oktober 2006 machte Christopher Melissa einen Antrag. Als die beiden ihre Hochzeit planen wollten, bemerkte Melissa, dass sie noch offiziell mit Caleb verheiratet war. Sie glaubte irrtümlich, dass sie nach 2 Jahren Trennung automatisch geschieden wären. Die Hochzeit der beiden musste warten und in den nächsten Monaten folgte zunächst die offizielle Scheidung von Caleb und Melissa. Christopher und Melissa zogen zurück nach Mississauga, holten ihre Hochzeit nach und bekamen in den nächsten Jahren gemeinsam 4 weitere Kinder. Caleb und Melissa kamen ganz gut miteinander zurecht, das mussten sie auch, denn sie teilten sich mittlerweile das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Wenn sie bei Caleb waren, kümmerten sich auch Bridget und Bill aufopferungsvoll um ihre Enkelkinder, gingen mit ihnen Eis essen und fuhren sie zur Schule. Melissa passte das aber gar nicht. In einer Mail an Bill schrieb sie: "Wenn Caleb sich nicht um die Kinder kümmert, sollte es niemand anderes tun als ich." Doch verhindern konnte sie die unerwünschte Hilfe der Großeltern nicht. Innerhalb der nächsten 2 Jahre behauptete Melissa 5-mal vor der Polizei, dass Bridget und Bill ihre Kinder geschlagen hätten. Doch die Anzeigen wurden jedes Mal fallen gelassen, da der Polizei auffiel, dass Melissa ihre Kinder manipulierte und dazu zwang, ihre Anschuldigungen zu bestätigen. Da ihre Versuche scheiterten, die Kinder von den Großeltern zu trennen, verwehrte Melissa Caleb den Umgang mit seinen Kindern. Dieser informierte darüber die Polizei, die Melissa klarmachte, dass sie selbst bald das Sorgerecht verlieren würde, wenn sie damit weitermachen würde. Zunächst schien die Situation geklärt zu sein. Doch im März 2009 musste Caleb doch noch eine 18-monatige Haftstrafe wegen seines Autounfalls absitzen. In dieser Zeit wurde sein Sorgerechtsanteil an seine Eltern übertragen. Wie ihr euch schon denken könnt, war Melissa alles andere als begeistert, schien sich aber zunächst zu fügen.
Am 16. April 2009 kam Bridget am Abend nach einer Schulvorstandssitzung nach Hause. Es war kurz nach 21 Uhr und als sie das Haus betrat, wurde sie in Dunkelheit gehüllt. Bridget rief nach Bill. Aber außer das leise Dudeln des Fernsehers konnte sie nichts hören. Sie schaltete die Lichter an und schaute zunächst im Wohnzimmer nach ihrem Mann. Das Essen stand auf dem Couchtisch und der Fernseher lief. Aber von Bill fehlte jede Spur. Auch im Schlafzimmer konnte sie ihn nicht finden. Während Bridget noch überlegte, wohin ihr Mann so spät noch gegangen sein könnte, fiel ihr auf, dass das Gäste-WC abgeschlossen war. Sie klopfte an die Tür und rief nach Bill. Als sie keine Antwort bekam, knackte sie das simple Schloss mit einer Haarnadel. Bill lag zusammengesunken zwischen Waschbecken und Toilette. Bridget wählte den Notruf. 911, was ist Ihr Notfall? Mein Mann, ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und habe ihn zusammengebrochen auf dem Badezimmerboden gefunden. Ist Ihr Mann ansprechbar? Nein, ich kann ihn nicht bewegen. Er ist in der Ecke zwischen der Toilette und der Tür und allem zusammengesunken. Bleiben Sie bitte in der Leitung, Ma'am. Ja, ich kann ihn nicht bewegen. Er atmet nicht. Okay, er atmet nicht. Er atmet nicht. Oh mein Gott. Das war das erste Mal, dass Sanitäter zu dem Haus der Harrisons rasten. Aber leider war ihnen sofort klar. Der 64-jährige Bill Harrison war tot. Die Sanitäter bemerkten Abschürfungen an seinem Nacken und waren sich nicht sicher, ob diese von seiner Halskette stammten. Deswegen riefen sie die Polizei dazu. Bridget betonte bei den Polizisten immer wieder, dass es ungewöhnlich war, dass im gesamten Haus keine Lichter an waren und warum ihr Mann sich hätte einschließen sollen, wenn er doch alleine zu Hause war. Sie vermutete ein Verbrechen. Die Polizisten hingegen gingen von einem natürlichen Tod aus. Da aber keine offensichtliche Todesursache festzustellen war, wurde trotzdem eine Autopsie angeordnet. Allerdings keine so ausführliche Autopsie wie die, die bei Gewaltverbrechen angeordnet wird. Bridget fand, dass die Polizei hier ein Versäumnis beging. Dr. Timothy Feltes führte die Autopsie an Bill durch. Es lagen keine Hinweise auf einen natürlichen Tod vor. Also sowas wie Vorerkrankungen oder ein Herzfehler. Neben den Abschürfungen am Nacken bemerkte er, dass Bill eine Prellung an der Brust und ein gebrochenes Brustbein hatte. Die Abschürfung führte er auf Bills Kette zurück und das gebrochene Brustbein auf einen Sturz. In den abschließenden Bericht schrieb er rein, dass er vermutete, dass Bill aufgrund von Herzrhythmusstörungen gestürzt war und aufs Waschbecken fiel. Dadurch wären die Prellung und das gebrochene Brustbein entstanden. Durch die Kombination der Verletzung und der Herzrhythmusstörung sei er schließlich verstorben. Er fügte allerdings hinzu, dass er nicht mit absoluter Sicherheit sagen konnte, dass es sich genauso abgespielt hatte. Einen Hinweis auf Herzprobleme gab es nämlich nicht. Ein paar Tage später bekam Bridget den Autopsiebericht in die Hände und war fassungslos. Bill war ein gesunder Mann und dieser Bericht würde nicht erklären, warum er plötzlich hätte versterben sollen. Außerdem passierte einen Tag nach Bills Tod noch etwas Außergewöhnliches. Melissa, Christopher und die 6 Kinder verschwanden. Wochenlang konnte die Polizei die Familie nicht finden. Melissa hatte erneut gegen die Sorgerechtsregelung verstoßen und Caleb die Kinder entzogen. Irgendwann konnte die Polizei am anderen Ende von Kanada ausfindig machen und erfuhr, dass sie die letzten Wochen durch das Land gereist waren, um die Kinder nicht zu den Großeltern geben zu müssen. Melissa wurde wegen Kindesentführung angeklagt, durfte aber auf Kaution draußen bleiben. Als Caleb Anfang 2010 wegen guter Führung früh aus dem Gefängnis entlassen wurde und wieder bei Bridget einzog, bekam er vor Gericht das alleinige Sorgerecht für seine beiden Kinder zugesprochen. Weil er Melissa die Kinder aber nicht vorenthalten wollte, vereinbarte er mit ihr, dass sie die Kinder trotzdem weiterhin jede zweite Woche haben durfte. Melissa war sehr dankbar darüber. Bridget hingegen war mittlerweile nicht mehr gut auf Melissa und Christopher zu sprechen. Sie vermuteten, dass die beiden etwas mit Bills Tod zu tun hatten. Warum hätten sie sonst genau einen Tag darauf die Stadt verlassen sollen? Am 19. April 2010 schrieb sie auf ihrem Blog: Manche Menschen glauben an Zufälle, manche nicht. Zwei Tage später fuhr Calebs 8-jähriger Sohn nach der Schule mit dem Fahrrad nach Hause. Als er das Haus in der Pitch Pine Crescent betrat, erwartete ihn Grausames. Am Fuße der Treppe, nur wenige Schritte neben dem Gäste-WC, in dem man Bill fand, lag Bridget. Die Augen offen, der Kopf auf der ersten Stufe
und das Gesicht nach oben. Der Junge bekam bei dem Anblick seiner leblosen Oma Panik und rannte zu den Nachbarn. Wieder wurde ein Rettungswagen alarmiert, der nur noch den Tod feststellen konnte. Wieder flatterte im Frühjahr das rot-weiß gestreifte Absperrband der Polizei im Haus der Harrisons. Wieder wurde eine Leiche aus dem schönen Haus mit den großen Fenstern transportiert. Das einstige Zuhause wurde immer mehr zu einem Ort des Unglücks. Zunächst wurde ein Treppensturz ohne Fremdeinwirkung vermutet. Caleb und die restliche Familie von Bridget glaubten das nicht. Sie beharrten auf eine ausführliche Autopsie. Da die Polizei neben Schürfverletzungen Blutergüssen auf Würgemale am Hals feststellte, wurde der Tod als ungewöhnlich eingestuft. Es folgte die gewünschte ausführliche Autopsie. Zunächst stellten die Ärzte diverse Knochenbrüche am Nacken fest. Das bestärkte sie in der Theorie, dass Bridget die Treppe heruntergestürzt war. Aber sie bemerkten auch geplatzte Adern in ihren Augen, was die Theorie des Erwürgens bestärkte. Es gab keine eindeutigen Beweise für eine Fremdeinwirkung. Im Bericht wurde geschrieben, dass Bridget entweder durch einen Treppensturz oder durch Erwürgen zu Tode kam. Aber keine der beiden Theorien ausreichend zu beweisen war. Ihr Tod wurde als unbestimmt eingeordnet. Und da die Ermittler einen Zusammenhang zu Bills Tod sahen, wurde auch dieser als unbestimmt eingeordnet. In einer Fallnotiz der ermittelnden Polizisten stand: Nach einer umfassenden Untersuchung dieser Angelegenheit gab es keine Hinweise darauf, dass Harrison Opfer einer kriminellen Handlung wurde. Der Gerichtsmediziner kam zu dem Schluss, dass die Todesursache in dieser Angelegenheit Asphyxie ist und der Todesmechanismus unbekannt ist. Bridgets Familie beharrte darauf, dass Melissa und Christopher verhört werden sollten, da Bridget diese vor ihrem Tod verdächtigt hatte, Bill ermordet zu haben. Bei einer Befragung konnten beide allerdings ein Alibi vorweisen. Melissa hatte zu Hause als Tagesmutter gearbeitet und Christopher war erst ein paar Besorgungen machen und arbeitete anschließend zu Hause im Hinterhof. Eine Kameraaufnahme bewies den Teil mit den Besorgungen und Melissa bestätigte, dass ihr Mann danach zu Hause gewesen wäre. Außerdem wies Melissa mehrfach auf Caleb hin. Dieser hätte in seiner Kindheit stets ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt und wenn jemand sie hätte umbringen wollen, dann er. Und tatsächlich wurde Caleb mehrfach verhört und zu dem Tod seiner Mutter befragt. Später sagte er aus, dass er das Gefühl hatte, die Polizisten verdächtigten ihn und wollten ihm die Tat anhängen. Allerdings war Caleb zum Tatzeitpunkt auf der Arbeit und hatte somit ein wasserdichtes Alibi. Er wiederum verwies auch mehrfach auf Melissa und Christopher, die seine Eltern nie gemocht hatten. Aufgrund ihrer Alibis wurden die beiden allerdings nicht weiter verhört. Am 23. August 2013 kam Caleb nach einem Baseballspiel zurück nach Hause. Seine Kinder waren dieser Woche bei Melissa, aber eben hatten sie sich noch getroffen, um gemeinsam mit Christopher das Baseballspiel ihres Sohnes anzusehen. Anschließend waren die Kinder wieder mit Melissa und Christopher nach Hause gegangen und Caleb verbrachte den Abend allein. Das große Haus war seit dem Tod seiner Eltern sehr einsam und leise geworden. Wirklich wohl fühlte Caleb sich hier schon lange nicht mehr. Um die Stille zu überdecken, schaute er etwas fern und trank Alkohol. Gegen 23 Uhr rief seine neue Freundin an. Die beiden telefonierten etwas, bis sich Caleb ins Bett verabschiedete. Es war Hochsommer und sehr warm. Caleb schaltete den Ventilator im Schlafzimmer an und schlief nach einiger Zeit ein. Am nächsten Morgen kam die Reinigungskraft der Harrisons. Sie hatte einen eigenen Schlüssel und putzte das Haus immer in der Zeit, in der Caleb auf der Arbeit war. Die vielen Zimmer zu reinigen dauerte immer einige Stunden und als er am Mittag an der Haustür klingelte, war sie noch lange nicht fertig. Als die Reinigungskraft gerade am Arbeiten war, klingelte es plötzlich an der Tür. Sie öffnete die Tür und vor ihr stand ein Kollege von Caleb. Er sagte, dass er sich Sorgen gemacht hatte und nach Caleb sehen wollte, da dieser am heutigen Tag nicht auf der Arbeit erschienen war. Sonst meldete sich Caleb zumindest immer zuverlässig ab. Die Reinigungskraft war überrascht, sie hatte die ganze Zeit angenommen, dass Caleb auf der Arbeit sei. Gemeinsam schauten sie sich im Haus um und kamen letztendlich an Calebs verschlossener Schlafzimmertür an. Sie betraten den Raum und fanden den Familienvater in seinem Bett. Sofort riefen sie einen Rettungswagen, aber auch dieses Mal kam jegliche Hilfe zu spät. Die Polizei stellte dieses Mal allerdings eindeutig fest, dass Caleb erwürgt worden war.
weswegen sich auch der Blick auf Bridgets Tod noch einmal veränderte. Melissa und Christopher wurden erneut verhört, gaben sich allerdings gegenseitig ein Alibi und konnten deswegen nicht überführt werden. Daraufhin bekam Melissa das alleinige Sorgerecht für die beiden Kinder. Gemeinsam mit Christopher wollte sie einen Neuanfang wagen und so zogen sie nach Nova Scotia an die Ostküste Kanadas. Jeder ihrer Schritte wurde von der Polizei überwacht, denn sie waren sich sicher, dass diese beiden die Mörder waren. Jedoch fehlten lange Zeit die eindeutigen Hinweise, um sie zu überführen. Irgendwann wurden aber DNA-Abgleiche mit den Hautschuppen unter Calebs Fingernägeln gemacht. Und die Partikel konnte man tatsächlich auf Christopher zurückführen. Im Januar 2014 wurden Melissa Merritt und Christopher Fatora an der Ostküste festgenommen. Die Polizei verhörte sie stundenlang. Und während Melissa schwieg, gestand Christopher nach einem 13-stündigen Verhör die Morde. Er sagte: "Es war eine fürchterliche Familie, die die Kinder grausam behandelt hat. Ich konnte das nicht mehr länger mit ansehen." Unter Tränen beichtete er, dass er Bridget und Caleb ermordet hatte, in der Hoffnung, dass Melissa so das alleinige Sorgerecht bekäme. Melissa selbst hätte von all dem nie etwas gewusst. Er hätte die Taten zwar für sie begangen, ihr davon aber nie etwas erzählt. Fatora erklärte, wie er Bridget umgebracht hatte. Mit dem Vorwand, einen Brief für die Kinder zu haben, klingelte er bei den Harrisons. Er wusste, dass Caleb arbeiten und die Kinder in der Schule waren. Er drängte Bridget ins Haus, schlug sie mehrfach und erwürgte sie. Caleb hätte er nie töten wollen. Er wollte ihm nur Angst einjagen. In jener Nacht sei er mit einem Baseballschläger versteckt in seinem Hoodie-Ärmel ins Haus eingedrungen. Er schlug Caleb mit dem Baseballschläger auf den Brustkorb. Doch dieser griff ihn an und er hätte nicht anders handeln können, als ihn zu erwürgen, um sich selbst zu schützen. Weinend betonte Christopher, dass er ja auch 4 Kinder habe und dass er hoffe, dass er eine mildere Strafe bekäme, weil er selbst Vater sei. Ein paar Tage später sollten Melissa Merritt und Christopher Fatora mit einem Flugzeug der Polizei zurück nach Ontario transportiert werden. Die beiden warteten gemeinsam in einem Raum im Flughafen auf ihr Flugzeug. Unwissend, dass sich in diesem Raum Mikrofone befanden, begannen sich Melissa und Christopher zu unterhalten. Christopher fragte: "Was hast du ihnen erzählt?" Melissa antwortete: "Nichts." Christopher gestand daraufhin: "Gut, ich werde die ganze Schuld auf mich nehmen." Das gesamte Gespräch ging noch um einiges länger und überzeugte die Ermittler, dass Melissa nicht nur alles wusste, sondern auch Mittäterin war. Daraufhin wurde ihr gemeinsamer Laptop untersucht. Die Ermittler fanden darauf Suchanfragen, die kurz vor Bridgets Tod getätigt wurden. Sie lauteten wie folgt: Wie lange dauert es, an Ersticken zu sterben? Was ist, wenn ein Großelternteil das Sorgerecht hat und dann stirbt? Wie lange dauert es, bis eine Person, die gewürgt wird, das Bewusstsein verliert? Einfache Möglichkeit zu töten und damit davonzukommen. Dadurch wurde deutlich, dass ihre Taten länger geplant waren. Aber leider nutzten sowohl Melissa als auch Christopher den Laptop und man konnte nicht herausfinden, wer von den beiden die Suchanfragen tätigte. Psychologen vermuten, dass die Suchen eher von Melissa stammen, da sie einen persönlicheren Bezug zu den Harrisons hatte. Am 27. September 2017 beginnt der Gerichtsprozess. Melissa Merritt und Christopher Fatora werden wegen Mordes angeklagt. Calebs Mord wurde wegen den DNA-Abgleichen sofort Christopher zugeordnet. Einige Beweise deuten allerdings darauf hin, dass Melissa ihn dazu aufforderte und ihm die Handschuhe und Kleidungsstücke, die er während der Tat trug, kaufte. Vor Gericht nimmt Fatora sein Geständnis auch zurück. Er sagte, dass er nichts mit dem Tod von Bridget oder Bill zu tun habe. Er hätte die Taten nur gestanden, weil er dachte, dass Melissa so bei den Kindern bleiben könnte. Bill hätte er nie etwas angetan, da er ihn immer am liebsten gemocht hatte von den Harrisons. Die Tode von Bridget und Bill Harrison geben dem Richter und den Geschworenen ein großes Rätsel auf. Dennoch wird Christopher Fatora wegen den Morden an Caleb und Bridget schuldig befunden. Ob Bill ermordet wurde und wenn ja, wer von den beiden ihn getötet hatte, bleibt unklar. Christopher Fatora bekommt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Aber auch Melissa wird schuldig befunden. Sie hatte Christopher animiert, ihn gedeckt und ihm geholfen. Ob sie eventuell sogar Bill umgebracht hat, bleibt unklar.
Trotzdem bekommt auch sie eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die gemeinsamen Kinder von Caleb und Melissa leben mittlerweile bei Verwandten von Melissa. Mehrere Cousins, Tanten und Onkel von Caleb hatten sich dafür eingesetzt, das Sorgerecht zu bekommen und wollten vermeiden, dass die Kinder bei Melissas Familie aufwachsen. Aber leider hatten sie bisher keinen Erfolg damit. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Wieder einmal ein grausames Verbrechen, das einer ganzen Familie ihr Leben kostete. Ein Haus, das 40 Jahre lang im Familienbesitz war und ein Zuhause für die Harrisons darstellte, wurde zum Schauplatz mehrerer brutaler Morde. Verflucht, wie viele Leute sagen, mag dieses Haus vielleicht nicht sein, aber ein Ort voller Freude und Leben, wie es einst war, wird es so schnell auch nicht wieder werden. Mittlerweile ist das Gebäude in 3635 Pitch Pine Crescent vollständig renoviert und verkauft worden. Was haltet ihr von dem Fall? Und was haltet ihr von der Tatsache, dass die Kinder jetzt bei Melissas Verwandten aufwachsen und das Gericht der Familie der Harrisons nicht das Sorgerecht zugesprochen hat? Und glaubt ihr, dass die beiden auch Bill ermordet haben? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst gerne ein Like, Kommentar und oder Abo. Das unterstützt den Kanal wirklich enorm. Und aktiviert auch gerne die Glocke. Denn so bekommt das Video kurz nach dem Upload viel Interaktion und das ist wichtig, damit das Video eventuell Leuten vorgeschlagen wird, die in Solito noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und solltet ihr Behind the Scenes sehen wollen oder euch untereinander austauschen wollen, dann guckt mal in die Infobox, da gibt es zwei Links. Einen zu meinem Instagram-Kanal und einen zum Discord-Kanal. Sollte euch das interessieren, klickt einfach darauf. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video gesehen habt. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.